den ersten Abzehen einlegen. Halten, nicht raus, nicht rauslassen. Aber du musst auch gucken, gell, wo du hinfährst. Ach, du zitterst ja. Was ist denn mit dir? Du sollst nicht Gas geben. So, und der rechte Fuß betätigt welche Pedalen? Gas und Bremse. Was ist die Bremse? Das ist die Bremse. Hm. Das ist Gas. So wie du es gemacht hast, ist es auch richtig. Wichtig ist, dass der rechte Fuß die Ferse auf... Das ist der linke. Dass der rechte Fuß die Ferse aufsitzt. Ja, nicht in der Luft nehmen, das wird nichts. Also nur von... Genau. Okay. So, und der linke Fuß, da musst du für dich rauskriegen, mit der Kupplung, ob du die Ferse in der Luft nimmst oder ob du die auch aufsitzt. Dreh die Kupplung nochmal durch, ohne nachzudenken, einfach durchtreten. So, und jetzt lass ihn mal langsam raus. Weiter. Gut. Da ist dein Schleifpunkt ungefähr. Ja, ich habe ihn gespürt. Wenn wir uns einen Sitz eingestellt haben, was mussten wir jetzt noch einstellen? Die Spiegel. Dann mach mal. Mach mal als erstes den. Du musst komplette Fenster hinten drin haben. Ne? Alles hinten raussehen. Und vor allen Dingen auch benutzen. Ne? In den Spiegel kannst du so oft reingucken, wie du möchtest, da nutzt sich nicht ab. Das ist eins da, Bauteile, was sich nicht abnutzt. So, wenn du das denkst, dass das passt, ja, dann stellst du dir als nächstes die Außenspiegel ein. Die kleinen sind hier, ne? Wenn du was drin siehst, ist das okay, aber wir können es nicht auf dich einstellen. So, und du müsstest in den linken Spiegelglas, wo du gerade hinguckst, müsstest du beide Türklinken drin haben. Mhm. Also von dem gesamten Spiegelglas musst du ein Drittel ungefähr vom Auto sehen. Also ein Drittel von dem Spiegelglas muss das Auto einnehmen. So, und wenn du in den rechten reinguckst, eigentlich genau das gleiche. Die beiden Türklinken, und dann müsstest du das Absperrband sehen. Den Turm im Hintergrund, dieses höhere Haus, ne, Feuerwehrturm. Ja. Siehst du? Sich. Falls man das verstellen muss, wo tut man das? Falls du die Spiegel mal einstellen musst, wo tut man das? Die selber Spiegel einstellen? Mit der Hand? Mit der Hand, so? Ja. Dass du hier an der Tür das Runde, das steht jetzt gerade auf L, ne? Aha, das ist für längs. Genau, und jetzt bewegst du das mal wie so ein Joystick. Nicht mehr drehen, sondern bewegen wie so ein Joystick. Nicht drehen. Also nur zur Seite. Ja, dann probier einfach mal. Ah, guck. Okay. Jetzt kippst du zu der anderen Seite. Und jetzt kippst du nach oben und nach unten. Du stellst mal Spiegel ein. Okay. Wichtig ist, dreht mal die Kupplung durch. Ach, du zitterst ja. Was ist denn mit dir? Du sollst nicht Gas geben. Gibt's gerade Gas. Sollst du nur die Kupplung durchdrehen? Lass noch mal los. Das geht ja gar nicht. Lass noch Kupplung noch mal los. Dreh normal, ganz normal. Nee, das ist bei mir wirklich normal. Echt? Ja, ja. Dreh mal durch. So, wir wollen jetzt den ersten Gang einlegen. Motor läuft. Du trittst die Kupplung und die Fußbremse. Nee, jetzt legst du den ersten Gang mal ein. Jetzt machst du die Feststellbremse los. Die Feststellbremse. Nee, die Handbremse. Merkst du auch an der Fußbremse, dass es gelöst hat, ne? Jetzt gehst du von der Fußbremse weg. Und jetzt musst du das im Griff haben mit der Kupplung ganz langsam kommen. Noch ein Stück. Du musst genau wissen, wo der... Halten, nicht raus, nicht rauslassen. Weißt du, du hast dich rausdrücken lassen. Ja. Da geht er aus. So, versuchen wir es nochmal. So, es war nicht gut, aber lass die Kupplung raus. Jetzt blinkt man nach links.
Aber du musst auch gucken, gell, wo der hinpasst. Gerade. Jetzt machst du mal Spiegelblinker links. Schulterblick. Bleibt man bei der Linie hier. Nee, bei der Linie. So, wichtig ist jetzt, dass Bremse und Kupplung getreten, ja? Schalt mal einen zweiten Gang. Gut. Bei wie viel km nehmen wir den zweiten? Bei 20. Gut. Dann schaltest du mal einen dritten. Locker. Ah, nee, das ist den ersten erwischt, siehst du? Okay. Na, warte mal, gucken wir bitte nochmal zu. Lass Kupplung getreten. Erster, der Hand so. Zweiter, der Hand so. Dritter, klack, klack. Sobald du durchdrückst, hat man gerade gemerkt, kommst du ersten. Vierter so. Fünfter kommen wir zwar heute nicht dazu, nimmst du die Hand so. Zum hier rüber, vor. Zum hier, nach hinten ist das Beste. Den ersten ab 10 einlegen. Den zweiten nehmen wir dann bei 20. Den dritten bei 40, 60, 80, 100. Okay? Erster Gang? Nee, ist der dritte. Der zweite? Der dritte? Der zweite? Leerlauf? Nee, Leerlauf. Ist kein Gang. Der erste? Der zweite? Ich meine, du hast, das ist jetzt nicht so falsch, aber auf dem Berg hast einen Geschwindigkeitsverlust. Du schaltest den zweiten immer. Nee, man macht eigentlich das so. Weil dieses in Leerlauf und dann nochmal rüber, das ist jetzt nicht so falsch, aber bergauf kriegst du Probleme eventuell. Erster nochmal. Zweiter. Zu dir halten. Einfach zu dir halten. Dritter. Klack. Klack. Zweiter. Rein. Rüber. Hinter. Erster. Zu dir. Vor. Zweiter. Zu dir. Hinter. Dritter. Klack. Klack. Leerlauf. Erster. Das ist der dritte. Ist immer noch falsch. Du musst zu dir rüber. Hast du die Kupplung noch getreten? Ja. Nee, hattest du nicht. Warte mal, dann spann mal kurz mit der Kupplung. Vielleicht ist es auch zu anstrengend. Spann noch mal mit der Kupplung. So, jetzt dreht noch mal. Erster. Nee, das ist der dritte. Alles. Zweiter. Nein. Dritter. Nochmal, also erster. Zweiter. Dritter. Leerlauf. Problem ist, du denkst halt nach, wo die Gänge sind. Wenn wir fahren und du denkst nach, wo die Gänge sind, fahren wir sonst wohin. Im Gegenverkehr oder in der Leitplanke. So, machen wir den ersten Gang. Das ist der dritte. Und fahren wieder los. Gut. Vielleicht Gas geben? Wolltest du den Scheibenwischer anmachen? Nee. So, wir wollen wieder links, also Spiegelblinker. So, machen wir Leerlauf. Jetzt mal kurz die Kupplung loslassen. Also entspannen. Na, du merkst jetzt, wir kriegen eine Steigerung rein. Erstens mal wird es sauberer und ich sag dir jetzt, hab das auch nicht mehr angesagt. Ne? Wo ich vorhin gesagt habe, Gas weg, Kupplung, zweiter, habe ich schon
irgendwann gesagt, nur noch jetzt schalten. Und jetzt habe ich gar nichts mehr gesagt. Ja. Also, ich muss das halt alleine machen. Wir machen das jetzt noch ein paar Mal, weil den dritten Gang, das schafft man hier nicht. Das muss nachher Highlife draußen kommen, weil der dritte Gang ist auch nicht anders wie der zweite. Die Abläufe sind alles dann dasselbe, nur dass du dann bei 40 im dritten gehst. Außerorts tun wir heute nicht fahren, also das ist ein dritten Gang, das muss man halt noch schaffen. Okay. Aber das ist dasselbe Ablauf: Gas weg, Kupplung, Klack, Klack, Aber es ist nicht schlimm, zum Kupplung Beispiel langsam. bei der Ampel oder so, wenn ich zu langsam bin. Nein, Also nicht, dass mir da jemand das hupt schaffst du oder niemals. so. Ich meine wegen der Kupplung oder Ja, so. nein, das schaffst du niemals mit den anderen mithalten, nicht heute. Also so wie hier genau. Nicht anders. Dann ist Okay. ein Fahrschulschild auf dem Dach Die besser und du geschafft. musst natürlich die Nerven haben. Okay.